Ahoi Kapitän und willkommen zu einer Runde Ringt! Moin. So, Übergang geschafft. Ja. Ich weiß, es ist noch kein Freitag. Ich weiß. Ich bin aber irgendwie so ein bisschen gedanklich durcheinander gekommen, weil ja auch gestern schon jemand schrieb, von wegen, ja, ich würde ja da auch gegebenenfalls vor Silvester noch in die Disco wollen. Und ich dachte so, nee, nicht Silvester. Hat er natürlich recht. Ich habe das logischerweise einfach mal wieder durcheinander gebracht. Also, naja, mal sehen. Also ich bin da immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß, wie sowas endet, wenn ich da mit Leuten zusammentreffe, die ich sehr gut kenne. Und den Betreiber von der Disco kenne ich sehr gut, ist ein guter Freund. Und da ich da gearbeitet habe, als der geöffnet hat und morgen dann ja schließt. Oh, das wird eine ganz, 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 ganz anstrengende Nummer. Also, ich bin mir da noch nicht sicher, weil das Problem ist, wenn ich das mache, ist Silvester eigentlich durch. Ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt zu Silvester aufstehen kann und Lust habe aufzustehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann keine Lust habe, ein gemütliches kleines Fondue zu machen. Und daran liegt mir eigentlich mehr sehr viel, muss ich sagen. Also so das... Oh. Was sehe ich denn da? Tick er noch so durch? Sephoris, moin! Guck mal. So, so soll das sein, ne? Nein, also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Also zum einen möchte ich mich schon eigentlich da auch mit einklinken in diese Verabschiedung. Auf der anderen Seite mag ich mein Fondue. Und das ist so, schwierig. Echt schwierig. Zumal ich dafür schon eingekauft habe. Also, fürs Fondue. So, ist das besser. So ein bisschen jedenfalls. Noch nicht alles, aber so ein bisschen was schon. So, jetzt gucken wir erstmal hier. Poltava, Yukon, York. Ja, gut. Sims, Gachamara und Huron. Ich weiß immer noch nicht, ob Huron, Hauron, keine Ahnung. Also ich vermute mal, das deutsche Huron ist das schlechteste von allen Varianten. Moin Bolzen, moin, ja, und dir auch nachträglich frohe Weihnachten gehabt zu haben. Eigentlich macht das Sinn, HE zu laden. Aber wenn ich diese York jetzt einmal sehe, ja, gerne, gerne. Na, wenn ich die einmal sehe, dann tut AP natürlich deutlich mehr weh als HE. Da ist er. Da war er. Nee, da kann... Naja, doch, vielleicht wirkt er mich gerade so. Diese Ecke da. Ja, guck mal. So, dann gehen wir hier auf HE. Natürlich ist da jetzt die York. Oh. Hier kommt so einiges, Kollegas.
Wer spottet mich denn jetzt? Simsch! Nimm hin, Simsch! So. Tja. Oh, AP wäre jetzt ein Traum. Na, ja, und natürlich geht in dem Moment diese Huron an. Also doch wieder HE. Ich wäre ja dabei, aber ich habe noch 20 Sekunden. Ich muss noch, Moment. Am Moment muss ich noch warten. Unser Team hat die Führung übernommen. Oh, der dreht und dreht und dreht und dreht. Jetzt dreht er ganz weg, oder was? Ja. Dreht sich ganz Nirvana. AP. Lord Nord, moin! So. Die Polterwag geht jetzt wohl davon aus, dass ich hier ein HE-schießendes Weichbrötchen bin. Soll er. Habe ich gar nichts gegen. No. Unser Sieg ist in Sicht. Tja, der hätte mir so gerne von der Seite eingegeben. Aber nö. Wieder HE. Gute 24.636. Yay. Na, mein kleiner Huron-Freund. Immer schön links, rechts, links, rechts, links, rechts. Hilft dir aber nicht weiter, wenn ich jetzt näher rankomme. Da kannst du links, rechts, links, rechts, links, rechts machen. Das ist mir egal. Dann kriegst du so einen verplättet. Kleines Scheißerchen. Nee, das ist alles um ihn rum, das glaube ich jetzt ja nicht. Egal. So, kann den meine abräumen, bitte da. Danke. Oh, und damit ist schon Schluss. Oh. Oh. Hupsa. Das will ich gar nicht sehen. Ich will hier keine Auswertung sehen. Das ist ja... Wow. Ich muss gestehen, ich habe heute Vormittag auch schon so ein bisschen am Zweitkanal gedaddelt. Und da waren Gefechte dabei, die waren also noch kürzer, noch eindeutiger als das gerade eben. Das ist, ja. Wie er gerade schon geschrieben hat. It is what it is. Und nun, was haben wir denn hier? Nelson, Sinop, York. T61 und Shirazuyo. Und die anderen haben? Tokachi. Viel Glück und ruhige Wasser.
relativ wenig Belfasts unterwegs. Vielleicht haben die Spieler, die jetzt Range spielen, aber auch gar keine Belfast. Vielleicht kennen die gar keine Belfast. Vielleicht wäre das ganz lustig, mal ein bisschen Belfast zu spielen. Alter, ey. So. Was ist mit euch? Kommst du hier mit rüber, Nelson? Sieht so aus, ne? Sieht noch fett da runter, das ist sehr gut. Das sieht doch gut aus. Schauen wir doch mal auf den ersten Happen, der da kommt. So. Kurs mal korrigieren, dass man wirklich mit allem schießen kann, was man so hat. So. Wenn die Schira da was aufmacht. Entdeckt. Ich vermute mal, da wird er wohl sein. Tokachi, für eine Zehntelsekunde zu sehen. Und Nelson, großer Kämpfer. Och, sag mal. Gut, 950. Da hat er es aber gekriegt jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Fuß Nummer 6. Ja, Tokachi, wo willst du hin? Hinter die Insel? Möglicherweise. So. Ich würde sagen, jetzt hat er ein Problem. 8. Ja. Guck mal. So. Bevor mir jetzt hier gleich die Torps um die Ohren fliegen und hier reinlaufen. Bremsen wir mal ab. Die Fubuki. Ich weiß nicht, ob ich fahre auch rückwärts. Da kannst du rückwärts fahren, wie du willst. Dann erreichst du mich nicht. Useless. Nicht renamed. Useless User. Ich will ihn auch gar nicht groß ablenken. Unsere Shira soll den da ruhig ein bisschen bespaßen. Weil wenn ich jetzt anfange, den zu beschießen, dann meint er noch, er muss irgendwie seine Lage korrigieren oder bo, blub, 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 nix. Das ist ja eine geile Positionsgorne. Und jetzt fahren wir rückwärts. Jo. Was? Du hast alles vorbeigetorbt? Shira. So, nun kommt der Kollege da um die Ecke. Jetzt heißt es hier aber ganz schnell anfahren. Och, ist ein Weichei. Er dreht schon ab. Alles gut.
Langhorner, moin! Guck mal, hier nehmen wir ein bisschen HE. Für den Kollegen Sinop. Ich stecke ihn einmal an. Und die Shira kann ihn dann wegbrennen. Oder wegfladden oder wie auch immer. Egal. Drei Brände. Ich könnte mir vorstellen, dass er die löscht. Guck mal, mein Kleiner. Da laufen schon die Torps. Ei, da laufen sie doch schon. Und nu? Ei, und weg ist er. Klingelingeling. Wups. Und noch ein Wups. Und das Flooding macht ihn fertig. Seht ihr? Läuft. Perfekt getimed. Da helfen ihm auch seine Super Heals nicht. Alle 10 Sekunden heilen können. Nix. Scheiß russischen Schlachtpisser da. Also, so. AP wieder rein. Tum 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 tum. Tum 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 tum. Da ist die T61 und da ist die Scharnhorst. Na, das wird ja lustig. Na, Shani? Hast ein Problem? Ups. Shira. Wäre doch nicht nötig gewesen. Ach so, du willst selber schießen. Ja, dann. Und jetzt kommt die T und lässt sich raustorpen. T für Torp. Torp mich tot. Ja genau, T. Sehr gut. Alter, ey. Mann. Leute, keine Geduld. Puma, moin. Was, wie finde ich die Preußen? Pff. Im Zweifelsfall, wenn ich im Hafen gucke. Aber, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Preußen überhaupt hab. Bin völlig meinungslos zu einer Preußen. Ich vermute mal, dass das genauso ist wie alle deutschen Schlachtschiffe. Brennt wahrscheinlich wie Hölle. Hat eine ungenaue SEC. Ist jedem anderen unterlegen. Also das typische Balancing, das russische Balancing halt, ne? Oh je, jetzt haben wir diesen renamed User. Ich befürchte jedenfalls, dass er das ist. Wir haben eine Belfast, wir haben eine Atlanta. Oh, okay. Und die haben eine Omono und eine Schlumpfhuhn. Sehr gut. Wir haben eine Mayhem und die haben eine Bliska. Was ist das denn jetzt hier? Amo, moin und vielen lieben Dank für jetzt. Was sind's? 18 Monate habe ich gelesen?
18 Monate Patenschaft. Ich danke dir. Ja, also so ein bisschen rumranken müssen wir doch mal. Auch wenn das immer wieder eine Katastrophe ist, was man so angeboten bekommt. Aber nein, da sind wir doch... Schauen wir doch mal. So. Naja. Ich vermute mal, das ist der von gerade eben. Man sieht schon, wie motiviert er losfährt. Exodus, moin! Hey. Ja. Also, wir spielen 5 gegen 6. Ne, der hat ja eben, man hat ein Gefecht zuvor ja gesehen. Der hat null Einfluss aufs Gefecht mit seinem Positioning, da wo er steht. Er stellt sich hinter irgendeine Insel und lässt sich dann wegtorpen. Ey, wirklich ganz, ganz gruselig. Ganz, ganz gruselig. Aber ich habe mir vorhin im Zweitkanal, als ich heute Vormittag mal so ein bisschen rumgedaddelt habe, den Spaß gemacht. Und habe mal ein bisschen Profile raten gemacht. Alter Schwede, da waren Sachen dabei. Ja, also High Tier, sprich Tier 10. 12 Gefechte. Overall. Nicht 12 Gefechte im High Tier. 12 Gefechte. Aber fährt mit einem Premium-Schiff im High-Tier rum. Wo du dich wirklich fragen musst. Muss das sein? Ja, genau. Das ist das, was WG will. Ja, ja. Sonst würden sie es ja nicht zulassen. Aber es ist... Es ist eine Katastrophe, ne? Für die Spieler. Und natürlich im CV. Mit anderen Worten, wir hatten keinen. Lashy, moin! Und so ging das Spiel dann natürlich auch aus, ne? Also es ist, als wenn du Stevie Wonder da hinsetzt und sagst, so spielen wir mit. Ob der nun da ist oder peng, das ist völlig egal. So, Atlanta. Wo willst du denn hin? Was macht der? Atlanta, du gehörst eigentlich hier hin, allein schon, um dich an der Insel vielleicht um rückwärts zu bewegen, um Schutz zu... Naja, ich will dem nichts erzählen. Er hat ja seine Atlanta Black, er weiß ja, was er tut. Wenn der jetzt hier ranfährt, Radar zieht, dann wissen wir, was hier los ist. Wenn er da Radar zieht, wissen wir gar nichts. Ach ja. So, Schlumpfhühnchen ist auch geklärt. Sinop und Schlumpfhuhn. Okay, das heißt, hier bleibt noch eine Omono, Nelson, Scharnhorst. Aber die werden ja nicht mit zwei Schiffen dahin gefahren sein. Also das ist... Das kann ich mir nicht vorstellen. Was ich mir vorstellen kann, ist hier gleich eine Scharnhorst, die hier rauskommt, weil sie niemand gespottet hat. Oh. Und dann so in Torp-Reichweite. Haha. Guck mal. Ey, guck mal da. So habe ich mir das vorgestellt. So, mein kleiner Kacker. Dann komm. Ich drehe jetzt auch nicht von dir weg. Ah, Omono fährt da rüber. Oh fuck, die Nelson ist auch noch mit da. Das ist jetzt nicht schön. So, erstmal dem Kleinen hier einen einschenken. Feueralarm!
Atlanta, so ein bisschen Hilfe könnte ich schon gebrauchen, aber... Nö, oh. Immer schon vor dem Weg. Genau, Widespread Top. So wollen wir das sehen. Boschal, moin. Das sind die Geschichten, die das Leben schrieb. Nelson, jo, gib's mir. Alles gut, ich kann das ab. Dann nehme ich dir erstmal deine Scharnhorst. Ein bisschen drehen lassen wir noch. So. Nu? Nelson, was machen wir jetzt? Hm? Wir beide. Kannst du mit allen drei Türmen schießen oder mit zwei? Sah nach nur zwei aus, ne? Aber trotzdem. Ich glaube, er dreht noch, um den letzten Turm noch einsetzen zu können. Und der inselt. Okay, dann das ist ja perfekt. Dann fahre ich noch ein bisschen weiter jetzt in diese Richtung. Dann habe ich ihn ja gleich bereitseitig. So. Nelson. Guck mal. Da unter die Türme. $950 auf die Breitseite. Genau, Wargaming. Genau. Ne? Also, nicht dahin halten, hier hinhalten, dorthin halten, irgendwie so. Dann kriegt man Zitas. Wollen wir gucken. Pass auf. Jetzt halte ich mal hier hin. Aber wenn ich jetzt die Zitadelle schieße, dann ist das ein Witz. Naja, gut, ist es ja sowieso. Pass auf. Um Gottes Willen, ey. Den gibt's doch gar nicht, oder? Was macht denn unser Atlanta? Tritt an gegen Schlumpfhühnchen. Unser Team hat die Führung übernommen. Und jetzt sehe ich dich jetzt einmal hier, ne? So, dann nehmen wir uns die Zeit. Oder schießen wir nach Minimap oder so? Hm, da so? Nö. Nö, nö, so viel Zeit muss sein. Geben wir ihm die Chance, nochmal hochzuheilen. Oder noch ein bisschen Damage machen. 900 Punkte haben wir gleich. Oh, jetzt haben wir schon 950. So, mein kleines Nelson-Schweinchen, wo bist du denn? Guckt euch das doch an, das ist doch ein Witz, oder nicht? Jetzt mal ernsthaft. Das kann man doch wirklich klippen und einfach sagen, Wargaming, ihr spinnt. Auf die volle Breitseite einer Nelson. Das Ding ist ja nun nicht unbedingt toll gepanzert, ne? Kriegst du 3500 Schaden mit einer Lyon. 16 Murmeln fliegen dahin auf eine Breitseite. Und 3500 Schaden. Ey, da kann man wirklich nur sagen, das ist einfach nur für die ganz Hohlen unter uns hier, echt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Oder? Sehe ich das zu schwarz-weiß? Für wen macht das Sinn? Das macht nur Sinn für Nelson-Spieler, die keine Ahnung haben, was sie tun. Die eben breitseits irgendwo stehen können, ohne rausgeschossen werden zu können. Wie hohl ist denn das? Oha. Ein Fienchen. Oha. Gut, dass es auf der anderen Seite ist.
Also die Fähnchen sind ja jetzt die, wie soll ich sagen, die ganz außergewöhnlichen Spieler. Was habt ihr da? Mayhem und Akatsuki. Hm. Die Schlacht beginnt. Hm. Ja, na gut. Nehmen wir so hin, ne? Was sollen wir machen? Na, Orgerie, was nu? Wo bist du hin? Es juckt. Oh, in der Nase, Alter. Lass mich ruhig nach vorne. Ich kann für dich tanken. Hab da keine Schmerzen mit. Ich habe nur Schmerzen, wenn wir da mit 3 Schlachtschiffen hinfahren. Hm. So. Fuso und Sinop kommen da. Okay, wen habt ihr noch? Ach ja. Dieser Gneise. Und da ist der mit der Omono und Fuck, ich kann es auch nicht mehr zurücksetzen. Lücke, würde ich sagen. So, und jetzt einlenken. Och. Jetzt hätte ich es nötig. Hallo? Alter. Fuso. Du meinst, du darfst das ungestraft machen mit mir? Mein kleiner Scheißer? Na, da bin ich aber mal gespannt. ONG das auch so sieht. So, mein kleiner Kacker. Haben wir dich mal halbiert, ne? Sehen, ob du kannst mich mal. Sehen, ob gegen Eisenau. Na, Kampf der Giganten. Eh, ne? Können wir auch wieder die Fuß auch runterbrennen gleich. Oh, unser Sims ist raus. Können. Kein Brand, also nein. So lucky, ey, das ist so nicht möglich, ehrlich. Als würde ich die ganze Zeit nur geradeaus fahren, ne?
Super. Da muss ja irgendwo der DD sein, verdammte Kiste. Knallsinnhaus raus, ey. Der steht dem da gegenüber. Er hat Torps. Sie noch nicht. Und der geht raus. Kollegas, ich bräuchte hier mal so einen, der Aufklärung betreibt. Fuck, ey. Und da geht die Akatsuki auf. Glaube ich jetzt ja nicht. Sag mal, Bayern, was machst du? Bist du AFK oder spielst du mit? Oh, Fuso. Einfach sind sehr lucky für mein Gefühl. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Naja, Operation Save the Star halt. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. So, einmal hochheilen noch. Waffen drehen. Vorne, go! Mhm. Okay, AP ist geflogen. Das hatte ich mir eigentlich gewünscht. Jetzt kann ich nur hoffen, dass da wirklich alles rausgeschossen hat. Und ich da nicht gespottet werde. Das vom Kurs her müsste das so klappen. Und er müsste mich... Ja. Er hatte leider schon wieder nachgeladen. Aber steht die ganze Zeit hier nur rum. Ohne Worte, ehrlich. Mal gucken. Könnte gereicht haben. Knapp. Ja, und der ist nun alles andere als knapp.
unsere Russenschleuder ist letzter. Jo, der übt noch. Der übt noch, das siehst du hier. Also, das ist einer von denen, die so ein Fähnchen bekommen. Alter. Das ist aber grottenschlecht. 15.000 Gefechte, keine 900 EP. Das ist grottenschlecht. Und man sieht eben auch den direkten Zusammenhang zwischen den eigenen EP und der Winrate. Also ganz, ganz eindeutig immer wieder zu sehen. Colorado, Lyon. Ja, wir haben die Belfast, die haben die Algerie. Da schauen wir nochmal. Da geht doch was. 3 DDs pro Seite. Da ist Skorne und Gede. Na, so weit muss ich nicht rum. Also hier ja, da nein. Dirk die Bestie, moin! So. Dann werfen wir ein Auge, was jetzt so passiert und geht. Sims könnte jetzt da einen 2-Minuten Nebel für die Belfast legen, der dann ja seinen eigenen Nebel auch hat. Aber der könnte schön so eine Nebelspur ziehen. Belfast stellt sich da rein. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Aber man sieht, nö, auf die Idee kommt so ein Spieler gar nicht. Wow, 19 Kilometer. Sims schießt nicht. Nö, wir sind, kann ja nicht schießen. Warum auch? Sieht nach Motorschaden aus, oder? Dann ist er nicht ganz so schnell. Sechser ist es auch noch. Dann ist er sowieso nicht ganz so schnell. So, und jetzt ist so gewinnen nichts mehr von ihm da. Da. Der war schon weg. Oha. Das nenne ich aber auch ein geiles Positioning. Echte Hilfe für seinen, für seine Kreuze, für seine DDs, ne? Unser Team hat die Führung übernommen. Und Sims, kannst du den jetzt da aufmachen? Torpedos direkt voraus. Torpedos auf Backbord. Hm. 950 haben und nicht haben, ne? Hat kein Heal. Dann. So, und nu? Ist vorne? Was versuchst du jetzt? Alter Taktiker. Hm? Autschi.
Oh Gott, was ist denn mit der Belfast los? Anzocker Hilfskraft, vielen lieben Dank für jetzt 25 Monate Partnerschaft. Ich danke dir. Was ist denn mit dem Team hier? Was machen die für Sachen? Guck mal, Scorne kommt jetzt hier, aber ich behaupte jetzt einfach mal, irgendwer wird ihn schon beschießen. Und deine nehme ich auch nicht, mein kleiner Scheißer. Oder glaubst du, ich fahre dir jetzt hinterher in deine Torps? Kann man ja versuchen, aber dann brauchst du einen anderen Lyon-Spieler. So. Unser Sieg ist in Sicht. Ja, Mensch, schon über 5 Minuten gespielt, mein Gott. Die anderen halten sich gut. Vom Schlachter Bratwurst. Ich habe, wie gesagt, ich habe vorhin schon eingekauft so ein bisschen. Habe mir erlaubt, auch in diesem Jahr wieder so kleine Bratwürste und kleine Bockwürste zu kaufen. Das finde ich beim Fondue eigentlich auch immer ganz witzig. Wenn man zwischendurch mal so eine kleine Bratwurst, also ich halbiere die nochmal. Und dann hänge ich die noch mit ins Fondue-Fett mit rein. Das finde ich eigentlich ganz... ist mal eine Abwechslung zum Fleisch, ne? Da brauche ich nicht mehr schießen, da kommt nicht mehr an. Alter. Dazu dann leckeren Nudelsalat. Ein bisschen... Kräuterbutter-Baguette. Kann man mit leben, finde ich. Also, und ich bin absoluter Soßenfetischist. Also bei mir gibt es einen eigenen kleinen Beistelltisch nur mit Soßen. Das ist so. Soßen ohne Ende. Also 10, 12 bestimmt. Mit Knoblauchsoße und Aioli und alle möglichen Ketchup-Soßen, sonst, also, das ist schon mal, ja, das ist, ja. So ist es, Zockerhilfskraft, genau so ist es. Ja. Gibt schön Fondue und dazu dann Dinner for One. In dem Fall ist es dann ein Dinner for One, also insofern passt das auch. Nur, dass ich keinen Butler habe, sondern selber laufen muss. Und weil ich das nicht tue, habe ich das alles rund um mich rumgestellt, sozusagen. Also ich habe da sowieso eine kleine Wagenburg. Alles, was ich brauche, steht um mich herum. Oh, voilà. Das ist jetzt leider ein etwas unangenehmes Outing von dir. Du gehörst dahin. Tja. Ach ja.
Weil das Cap, das kriegen wir nun mal geschenkt. Also das kann ich auch mit dem BB problemlos cappen. Ich fahre einfach ein bisschen näher an die Insel ran und da ist das Thema Beschießen durch. Dann muss schon der CV kommen. Und wenn der CV dann kommt, dann hat der D hier drüben Ruhe vom CV. Also insofern... Kühlschrank für das kalte Wohl. Ja, da muss ich sagen, ich trinke nur ein einziges Mal im Jahr Rosé. Und den gibt es zum Fondue. Und der wird dann schön kalt gestellt und dann auch schön am Tisch platziert. Und dann gibt es einen schönen Rosé dazu. Und alles ist gut. Wo will denn unser CV aufklären? Hier? Wie soll denn da einer hinkommen? Oh je. Fragen über Fragen. Genau, weil du ja der DD bist, brauchst du Aufklärung. Guck mal, da ist die Bliska. Nelson Kneisenau. Da ist die Gokase. Oder Gokase, oder... Wow, die drei fahren da hin und die Ranger ist da und nur dann fahre ich doch da durch. Kühlschrank steht direkt hier. Ja, guck mal, perfekt. Komme ich da oben rüber? Nein. Komme ich da oben rüber? Noch nicht. Aber hier? Na? Mm-mm. Muss ich auch nicht. Ich denke mal, der kriegt gleich einen Schreck, wenn hier der Dicke um die Ecke kommt. Oh. Gespottet vom Flüchtig. Und unsere Degrasse ist raus. Super. Na? Willst du durchkappen? Du musst abbremsen. Und wenn du abbremst, tue ich dir weh. Ups, ich tue mir wohl selbst weh hier, ha? So. Sage ich ja, ich tue mir selbst weh. Och komm, Spiel. So, jetzt komme ich da aber rum. Nö, die Basis wird noch mal ein bisschen verteidigt. Genau, dann komm. Cadillac. Vielen lieben Dank, dass du jetzt, was lese ich, Exodus zum Paten gemacht hast. Ich danke dir. Und moin, Mensch. Vielen lieben Dank.
Na, da hat er doch bestimmt ein Flooding, oder? Dann laden wir mal HE. Mal oben hier aufbauen, bitte. 1500 bei. Ja. Okay, das ist mein Hauptaccount. Ich sehe es ein. Das sind einfach lächerliche Ergebnisse. Was macht unser Huber da? Also Wackelin melden, spielt schlecht. Der macht mich gar nichts. Der steht nur da und macht gar nichts. Tja, Operation Save the Star. Komme ich da jetzt oben rüber? Noch nicht. Aber gleich. Fahr noch ein bisschen von mir weg. Nochmal die Basis verteidigt. Was macht unser CV? Wow, der ist auch noch voll da. Also ich frage mich gerade, was... Guck mal, was haben die denn da drüben gemacht? Also vermutlich ist die Antwort nix. Genau richtig. Wow. Und da geht die Vocala dahin. Ja, ja. So, versuchen wir noch mal ein bisschen Brände zu legen. Operation Save the Star. Ganz eindeutig. Ich wollte Brände legen. Furious, geil. Das nenne ich doch mal ein richtig gutes AA-Management hier, ne? Tja, was willst du machen? Wenn du mit solchen Leuten zusammenspielen musst, was willst du da machen? Antwort, gar nichts. Was willst du da machen?
Vielleicht vorne auch noch einen kleinen Brand. Oh, noch ein Doppelbrand. Na, guck mal. Das bringt ja dann doch noch mal. Oh, Nelson, das ist gemein. Schnell. Nur ein Kratzer. Ja. Also, tödliche Kombination, ne? Ein DD im Spiel, ein CV im Spiel. Beide sind völlige Vollpfosten. Zenge, moin! Wow, ehrlich. So unglaublich schlecht. So unglaublich schlecht. Also beide. Allein von der Logik her, ne? Warum greift er die ganze Zeit die Nelson an? Warum nimmt er nicht erst den Sechser Kreuzer raus und anschließend noch die Gneisenau, die ja auch schon eigentlich tot ist? Nein, er fliegt voll HP-Schiffe an. Also, da fehlt wirklich einfach Denken. Da fehlt komplett das Denken und das Wissen, wie ein Spiel überhaupt funktioniert. Eindeutig zu erkennen. Und den schießen wir auch noch locker weg. Der ist jetzt raus. Gottes Willen, ey. Gesicherter Stern. Ja, das wundert mich jetzt nicht, dass das hier bei dem Team gereicht hat. Wenn Übersicht fehlt wegen Aufregung, dann soll er kein Ranked spielen. Dann soll er Koop spielen. Guck mal hier, der hat 5700 Gefechte. Also der sollte nicht mehr so aufgeregt sein. Er ist einfach nur schlecht. Und das war unser DD? Hör auf. Komm, vergiss es, ey. Vielleicht sollte ich runtergehen und mir mal ein Glas Wein holen, um mich so ein bisschen dem Spielniveau meiner Mitspieler anzupassen. Ach, so irgendwie 1,5 Promille oder so. Das passt schon. Ist ja auch gleich 4. Also insofern, das kann man schon mal machen. So kurz vor Silvester. So ein kleines Trainingstrinken. Vorglühen für Silvester. Ja. Das ist doch eine Idee. Am 23. Mal Whiskyprobe liefert einem gut. Okay. Rosin. Ja. Saufen im Stream. Nee, das ist ja eher. Ja. Ich glaube, das wird auch von Twitch nicht so gerne gesehen, ne? Wenn sich einer im laufenden Betrieb die Kante gibt. Guck mal. Soll ich jetzt wirklich mit denen spielen? Also, der hier, melden, spielt schlecht und gleich auf Ignore. Dümmer kann man nicht spielen. Dümmer geht's nicht. Zwei DDs im Spiel und er meint, er kann damit... Es ist... Er hat wenigstens mitgedacht. Tja. Aber das ist einfach wirklich etwas, ich kann das nicht ablegen. Mich regt das einfach auf, dass die Leute im Ranked keine Ahnung haben, was sie tun. Dann guckst du dir das Profil an und stellst fest, ja, der hat ja auch erst 120 Gefechte. Woher soll er das denn wissen? Trotzdem nervt es mich. Weil ich das alles ganz anders kenne und ganz anders gewohnt bin.
So, Duke. Ach, 10,2 Kilometer, mein kleiner Duke. Und, was sagst du? 10.070? Nehme ich. 3, 4, okay. Oh, Belfast, 7 Sekunden hast du noch. Abbremsen, für die Belfast bremsen. Nein, Bliska, nein! Guck mal, die sind alle da. Die sind alle da. Spotte ihn. Nö. Ich kann verstehen, dass er ihn nicht spotten will. Oh, fuck off, ey. Ich würde ihn trotzdem gerne sehen wollen. Ja, der Nebel hilft dir jetzt nicht. Wenn er sein Radar anhat, hilft dir doch der Nebel nicht. Du hilfst den anderen jetzt gerade. Alter, ich werd wahnsinnig. Ey. Ah, du fährst ein bisschen rückwärts. Okay, dann muss ich nur sehen, wo du jetzt schießt. Na komm, da. Also mal das. Alter. Super gemacht. Tja, und der bleibt da stehen. An den komme ich nicht ran. Und da geht der zweite DD dahin.
Oh, die Türme. Polterwiff war fährt völlig breitseitig und ich kann nichts dagegen tun. Also, da. Das ist mir. Was willst du da sagen? Was willst du da sagen? Das ist wirklich ohne Worte. Einfach ohne Worte. Guck mal, wie er kämpft. Bin sprachlos. Ich frag mich einfach, wie scheiße muss man sein, um so zu spielen. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Der sieht doch die Torps die ganze Zeit kommen. Deswegen stand er wahrscheinlich die ganze Zeit da hinter der Insel und hat nichts gemacht. Alter, ey. Ja, mit so einem Team, wirklich, da geht gar nichts. Also da geht einfach auch gar nichts. Was willst du mit denen? Die können doch nicht mal irgendwelche Sandtörtchen bauen. Geschweige denn World of Warships spielen. Großer Gott. Also mit dem Spiel geht's wirklich bergab, aber im freien Fall. Im absolut freien Fall, da geht nichts mehr.
Das ist ja brutal. Wow, da warten wir mal einen Moment. Mit den Leuten. Nee, nicht nochmal. Bitte nicht. Bitte nicht nochmal. Okay. Und dieser Hohlpfosten. Wenigstens hat der seinen Stern nicht gesaved. Man muss ja in allem irgendwas Gutes finden. Jo, 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 jo. Ne, also auch hier. So. Hm. Wow. Wow. Hey, Regeneration, moin! Ja! Warum bist du so spät dran? Wie kann das angehen? Verpasst hier die besten Spiele. Die besten der besten der besten. Wir spielen Ranked. Ranked! Wenn man hier alles erleben darf, ey. Ja, unbedingt! Hast du nicht? Okay. Kein Kreuzer im Spiel, dann lade ich HE. California, Sinop, Lyon. Akatsuki, Sims Black und Z31. So. Mars, du mit deinem Hydro könntest doch jetzt da ran und... Was? Lass mich halt versenken. Mars mit Hydro fährt da hinten rum. Nicht hier und wo sie... Nee. Nee, nee, das ist Zeitverschwendung. Komm. Schön Breitseite zeigen. So, in die AP-Salve drehen. Jo. Das ist Zeitverschwendung. Da hab ich keine Lust zu. Komm, Leon. Du kannst es, du willst es. Torpedos auf Steuerbord. Torpedos achte aus. Was war das denn für ein Torpsatz? Alter. Ich hätte schon längst raus sein können. Wie bist du denn drauf? Oh, Leon hat... Und den Brand, den nehme ich doch noch. Na, guck, ein gelöscht. Dafür hat er zwei. Das ist doch was Nettes.
Wo zwei gehen, gehen auch drei. Guckt euch das an. Was spielen die da? Na, also viel gerader kann ich nicht mehr fahren, Leute. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Alter Schwede, ey. Was denn? Schon wieder so Torps, die ich nicht kriegen kann? Torpedos auf Steuerbord. Gute 1500. Na, das ist doch was. Gleich bin ich in der Insel. Gleich kriegt er mich nicht mehr. Hochhalten kann ich auch gleich nochmal. Ich will euch nicht drohen, aber... Ich würde ja an eurer Stelle jetzt so langsam mal was tun. Fast. Schon ist er wieder weg, hinter der Insel. Fuck, ey. Da fahre ich wirklich die ganze Zeit hier nur breitseitig. Und die kriegen mich wirklich nicht raus? Na Leon, brennt's noch? Ja, ne? Jetzt krieg ich die noch oder was? Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Also das hier ist extrem Flanking. Ne, also absolutes Extremflanking. Oh, da ist die Sims. Noch ein kleiner Brand. Was denn, du brennst auch? Oh. Unser Team hat die Führung übernommen. Oh, hab ich dich etwa auch? Nein. Akatsuki kriegt den. Zehn eins. Der rutscht maximal noch ein bisschen nach vorne. Hups. Das war unangenehm gewesen. Unser Sieg ist in Sicht. Ich bin erschüttert. Jetzt mal ernsthaft. Das ist doch... Das kann man doch nicht mehr ernst nehmen. Geile Runde, ne? Ist noch nicht zu Ende. Da geht noch was. Alter, ey. Aber gut, ganz ehrlich, wenn also Spieler, die einfach wirklich so hohl durch die Gegend fahren, wie ich es jetzt hier getan habe, wenn die das Spiel überleben und auch noch gewinnen, wie sollen die denn was dazu lernen? Guckt euch das an. Ne? Das war doch nur wirklich total hohl gefahren. Volle Breitseite zu einer Sinop und zu einer Lyon und dann auch noch der DD davor und ich fahre einfach so durch. Und bin noch nicht mal Letzter.
Macht sogar noch Schaden durch Aufklärung. Ey, das, oh, Alter, ist das übel echt. Ey, ich will mal so sagen, vor 3 Jahren wäre das Spiel nach 2,50 zu Ende gewesen. Eine Breitseite Lyon, eine Breitseite Sinop und raus. Bricktop, danke für den Follow, willkommen in der Familie. Ne? Und dann wäre das Ding durch gewesen. Oh, dasselbe nochmal. Same procedure. Ach, nee, das kommt ja erst Silvester. Ich stehe schon wieder hier. Das hat funktioniert eben. Never change a running system. Das ist so ein bisschen wie zwei Brüder durch die Mitte fahren. Alter, ey. Genau, volle Breitseite zeigen und einfach geradeaus Vollgas fahren. Ey, das ist... Ey, wirklich, dass das eben funktioniert hat, war... wie heißt das so schön? Unfucking fassbar? Da wird ja echt anders. Was habt ihr denn diesmal dagegen? Prinz Heinrich, Scharnhorst und Rook. Na. Lyska. Basis verteidigt. Alle Stationen brauchen Feuerunterstützung. Mars. Alte Säule, ne? Komm, Prinz Heinrich, du kennst das noch nicht, ne? Die Vollgas Lyon. Au! Doppelbrand und kein Torbwerfer. Ach, Fischer, danke für den Follow. Willkommen in der Familie. Komm, Prinz Heinrich. Warum denn nicht auf mich? Hallo? Ich bin der böse HE-Schießer. Guck mal, da haben wir wieder. Oh, die Mars hatte Akatsuki rausgetorbt. Unglaubliche Dinge hier. Ah, unglaubliches passiert. Ein Tausender hat er mir abgenommen. Oh Gott. Ich fühle mich so schlecht. Nö. Brennst noch? Jo. Willst du auch mal brennen? So, und dann nehmen wir mal ab hier rein. Oder? Na, Rook? Oh. Hey! Braucht meine Türme. Soll das? Soll der Unsinn. Hat er gelöscht? Ja, Logo. Guck mal. Hätte
Ich war bloß HE drin gelassen. Heinrich, tschüss. Out. Out of game. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Feuer auf das Ziel konzentrieren. Ja. Lade schon HE. Abbremsen. Zeit nehmen. Den Moment genießen. Gucken, was er macht. Nichts mehr. Tschüss. So. Oh, einen guten Tausender, yes. Gaskets und Zöllner, moin! Ich brauche Aufklärung. Ja, ich würde es auch nehmen. Da ist doch die Mars, guck. Achtung, melde Zielposition. Haben wir doch HE. Perfekt. Unser Team hat die Führung übernommen. Mal noch schnell genug nach vorne kommen. Och, er haut ab. Okay. Wohin? Mach weiter. 13 Kilometer. Drehst du wieder zurück? Ja, er dreht wieder zurück. Okay. Was machst du denn? Wo willst du denn längst? Gegnerischen Zerstörer gesichtet. Muss ich mal entscheiden, dann weiß ich, wo ich hinschießen muss. Mars. Wisst ihr? No. 61, oh, den gibt's nicht mehr. Und den auch nicht mehr. Ach, ganz neue Taktik kreiert hier. Einfach wie ein Vollpfosten geradeaus. Immer auf nichts achten. Nur Vollgas und geradeaus fahren. Und das macht dann Spaß. Also das ist jetzt das, wie man dieses Spiel spielt. Das Ömpf. Oha, ein Fähnchen. Oh, und wir haben diese Soporo Atlanta. Den hatten wir doch gerade im Gegenteam zweimal, oder? Panik on was? Panik on Beach oder wie? Nee, jetzt AP. Alle Mann auf Gefechtsstation. Wie sie alle rennen. Ist es. Das ist wirklich absolute Zeitverschwendung. Also, es hat null Anspruch mehr. Das Problem ist einfach, wenn du dann Anspruch hast, also wenn du auch an dich Anspruch hast, verzweifelst du in dem Spiel. Weil einfach nichts mehr so ist, wie es sein müsste oder sein muss. Aber naja. Alles von Wargaming gewollt.
Sonst würden sie ja gegensteuern. Da, unser eben noch im Spiel gewesener Gegner wartet jetzt erstmal ab. Das sieht man übrigens auch bei vielen schlechten Spielern. Die kommen tatsächlich bewusst erstmal 2 Minuten später ins Match. Weil dann haben sie die ersten 2 Minuten schon überlebt. Dass sie nicht gespielt haben, spielt keine Rolle. Haben die ersten 2 Minuten überlebt. So, was habt ihr jetzt da? Novakala und die Horon. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie soll ich hier durchcappen, wenn ich hier alleine hinfahre? Antwort, ganz simpel. Vollgas! Einfach mal der Vollgas-Capper hier. Feueralarm. So. Ach, guck mal. Guck mal da. Recognize and all. Oh, die Vokalon greift an. Jetzt wird's gefährlich. Firehead, moin! Und vielen lieben Dank für jetzt 22 Monate. Ich danke dir. So, guck mal, da geht noch mal hinten was raus. Na, noch mal einen Schlenker, einen jetzt nach rechts, komm, genau den. Oh. Das machst du mit mir aber kein zweimal. Beim nächsten Mal kriegst du einen geplättet, mein Freund. Komm, put, 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 Fokula. Gut, 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 gut. Ja, 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 ja. Genau. Alter Taktiker. Och, jetzt bremsen wir ab. Aha. Tja, Amo, was soll ich dir da sagen? Also. Warte mal, mal gucken. Vielleicht kann ich ihn verarschen. Schießt jetzt nur hinten. Vielleicht schießt er jetzt noch. Na? Na? Kola schießt nicht. Jetzt schießt er dann doch. Und reichen die auch, oder was? Och komm. Den muss doch einer spotten. Problem gelöst. Was machst du? Nicht mit mir, mein Scheißerchen. Nicht mit mir. So nicht. Aber was? Ich kann dir keine Aufklärung geben. Ich bin hier am Arsch der Welt. So. Tja, Kiten
Früher haben wir gesagt, Angst hat er keine, aber laufen kann er. Kommt mir irgendwie jetzt so ein bisschen in diese Richtung auch bekannt vor. Also dieses Kiten ist schon was wert. Und Kiten ist ja mehr als nur wegfahren. Also das ist ja wirklich auch gucken, was machen die anderen, um die Treffer, die man dann setzen kann, auch wirklich so zu setzen, dass sie dem anderen schaden. Und nicht nur irgendwie zurückschießen. So, und ich versuche jetzt hier hinzukommen, dass ich dem in die Seite... Weil der wird jetzt irgendwann, denke ich mal, darüber ziehen. Irgendwann wird er in diese Richtung drücken. Wenn die sehen, ob da weiter rüberfährt. Oh, drüben sind gerade zwei raus. Ne? Wie schön. Deswegen schieße ich auch noch nicht. Ah, guck mal, er dreht. Ne? Man sieht es an dem... Und da ist der nächste raus. Alter, das ist doch nicht wahr. Und deswegen macht manchmal Warten Sinn. Das wohl sollte. Wow. Achtung, melde Zielposition. Atlanta, geh doch einfach zu. Wir brauchen dein Radar gegen diese Huron. Und nee. Also, den habe ich jetzt ja schon zweimal im Gegenteam gesehen und habe ihm auch gesagt, um Gottes Willen. Das, was er jetzt macht, ist völliger Schwachsinn. Er schmeißt sein Radar weg und macht uns damit blind. Na, Heinrich, ziehst du nochmal in die Breitseite oder was? Na? Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Tja, musst du nur noch diese Huron kriegen. Und ich den da. Gucken wir doch mal, wie groß die Panik an Bord ist. Sinop hat die Huron gekriegt. Super. Da geht vielleicht noch was, ne? Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Thank you.
Bin ja schon auf dem Weg. So, jetzt gehe ich voll in die Breitseite. Fahr ins Cap. Und die Sinop kann jetzt Maß nehmen. Oder ich mach's selber. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Feueralarm! Dreimal durchgeschlagen. So, mein Kleiner, jetzt bist du out of range. Problem gelöst. Da musst du schon mal wiederkommen. Sonst kipp ich das jetzt hier durch und bin gleich weg. Oh, an dir ist aber auch nicht mehr viel dran. Wenn er mich trifft und ich den Brand habe, dann ist das für mich auch durch. Also, das können wir tatsächlich noch verlieren. Also, werde ich mal versuchen, dass ich ihm jetzt im Moment noch keine Chance gebe. Erst wenn mein R wieder soweit ist. So, okay. Wo ist er? Helena! So nicht! Zweimal so nicht! Stern verdient. Ja, aber hart verdient diesmal auch, ne? Drei und drei. Kann man nochmal ein Lob verteilen. Ausführlicher Bericht, jo. 1,2 Millionen potenziellen Schaden. Okay. Ja, dafür, dass ich im Prinzip kurz nachdem ich ins Cap reingefahren bin, ja schon fast raus war, habe ich mir nochmal ganz gut zurückgekämpft, würde ich sagen. Dreadnought, First Blood und Großkaliber. Nett, kann man nehmen. Ja. Hey, Tangora, moin! Nee, Kalender, alles gut. Kalender passt. War jetzt nur so, dass ich, also eigentlich hatte ich vor, als ich heute Morgen aufgestanden bin, dass ich gesagt habe, jo, heute Nachmittag machst du ein paar Chicken Wings und dann fotografierst du Chicken Wings. Und dann habe ich mir mein, Einkaufszettel dafür geschrieben,
Und als ich den dann fertig hatte, da habe ich gedacht, pff, hast du da Lust zu? Und so richtig Lust hatte ich nicht. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann lassen wir das. Der Caption, was? Caption-Kalender. Oje, oje. Oje. Nee, um Gottes Willen. Nein, ich habe dann gedacht, ich könnte einfach mal so ein bisschen mit anderen um die Wette ranken. Und das Spiel gerade eben, das muss ich sagen, so natürlich ernsthaft muss ich sagen, auch mit dem Ausgang. Aber das macht natürlich Spaß. Nur wäre ich jetzt der mit der Helena gewesen, ich hätte es natürlich genauso versucht, ne? Vor allen Dingen, weil wir ja nun drei Caps hatten. Er musste was tun. Und das ist wieder die Macht der Caps. Du holst dir die Caps und dann muss der kommen. Es reicht ihm nicht zu sagen, ja gut, eins tickt noch für uns. Nee, er muss kommen. Nein, ich habe die Chicken Wings gar nicht gekauft. Oje, guckt euch das an. Was soll das jetzt werden? Oje, na gut. Oh, Tangoram, du kommst zu spät. Du hättest gerade eben die Neuerfindung der WoWS-Taktiken 2023 sehen sollen. Lyon, Vollgas, breitseitig zu allem, was da ist. Zweimal. Also in zwei Gefechten. Zweimal überlebt, zweimal gewonnen. Was? Geht gar nicht, ehrlich. Ging gar nicht. Was ist das für ein Wurstteam hier? Was macht ihr denn? Wow. Okay, also deren Schlachtschiffe sind beide an A, was nichts anderes bedeutet als Vollgas Richtung C. Mal ein Lächeln. Bremst schön ab. Oh, fuck! Sims! Spotte! Oh Gott, ehrlich. Wenn der spottet, dann kriege ich den aber hier volle Breitseite. Jetzt war er gewarnt. Und dann fährt er hinter die Inseln, der Vollpfosten, der. Mann, ey. Ist das ätzend. Na, Shoshi. Lust auf ein bisschen HE? Komm. Kommt AP, okay? Torpedos voraus. Schneller als gedacht. Torpedos direkt voraus. Oh, Sims, ey. Torpedos direkt voraus. Na, wo sind wir denn? Hm? Da sind wir. Sims, soll ich ein bisschen für die Spotten fahren? Jo, mach ich doch gerne. Mach ich doch gerne. Torpedos direkt voraus. Torpedos auf Backbord.
Einbruch. Wasser dringt schnell ein. Großer Gott, ehrlich. Torpedos voraus. Problem gelöst. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Das ist ein guter... Guckt euch das Positioning von dem Vollpfosten an. Wahnsinn, echt. So, Shoji, immer noch im Vollgasmodus unterwegs? Schauen wir mal. Gegnerischen Zerstörer, 16 Kilometer. Dreht rein. Okay, also ein bisschen drüber halten. Das Schiff drückt, also wenn er jetzt reindreht, dann drückt es ihn ja sozusagen da raus. Oha, von wegen. Theoretisch alles richtig. Praktisch ist das auf Schienen gefahren. Das gute Stück. Unser Duke of York ist raus. Ich bin verblüfft. So, Schorsch. Also, das machen wir einmal. Und ein zweites Mal machen wir das nicht. Na? Oh, 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 oh. Nix gut. Shashi, hm? Sag ich doch. Oh, aber die Torps gehen in Richtung Laso. Okay. Shoji dümpelt durch den Kartenrand. Na. Freddy, alte Säule. Alles gut an der Front? Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Die Sims ist... Guck mal, wenn der... Einfach nur sagt, weißt du was, geil. Dann fahre ich jetzt rüber und torp die Nagato weg. Aber. No. Gucken, ob ich das nochmal zurücksetzen kann. Der wird ja vor. Ah, wollte sagen, der wird ja vor seinem Smoke sein, aber der ist ja noch weiter gefahren. Weg. Trotzdem fand ich, war das nicht schlecht geschossen. Fallen, das kannst du doch nicht so sagen. Womit willst du das belegen? Alleine mit dem Positioning?
Hey, das ist hier ranked. Das sind nur die Besten der Besten der Besten. Schananana. Schananana. Ach, du warst im anderen Team. Okay. Hab ich gar nicht Wer warst du denn? Oute dich mal, komm. Oh. Mann, 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 ey. Die AK? Alter, ey. Dann, guck mal. Weiß ich doch wenigstens mal, wem ich einen würdigen Gegner verpassen kann. Und der ist echt im Vollgasmodus unterwegs. Ja, ist er. Aber weißt du auch, geschenkt der Gaul und so. Aber das ist wirklich hier. Hohlbirne. Absolute Hohlbirne. Wow. Der landet auch gleich auf meiner Fähnchenliste, der Gute. Zack. Und lass uns mal gucken, mit wem wir es denn da zu tun haben. Das war deine Nagato. Und das ist das Problem, was ich sehe in diesem Spiel. So ein Spieler darf nicht Ranked spielen dürfen. Aber guck mal, er spielt natürlich auch schon gerne Friedrich der Große. Mit einem unglaublichen Einsatz. Das Beste, was er in 75 gespielten Gefechten mit Friedrich geschafft hat, ist 2 zerstört. Wahrscheinlich einen durch den Zack und einen anderen gerammt. Der hat ihn gerammt. Alter, ey. Und natürlich hat er auch Premium-Schiffe. Logo. Großen Kurfürst kann er auch richtig gut. Ja. Das sind... Wow. Wow. Tja. Man könnte sagen, wir haben ja alle mal klein angefangen, aber dazu kann ich eben sagen, als ich damals das erste Mal Ranked spielen wollte, gewertete Gefechte, hatte ich keinen 19er Kapitän und das 19er und der 19er war das höchste, was du kriegen konntest. Also habe ich mich tatsächlich Tage davor hingesetzt und habe den Kapitän gelevelt, weil ich wollte nicht mit einem 17er oder 16er Kapitän in die gewerteten Gefechte gehen. Das wollte ich meinem Team nicht antun. Dann habe ich wirklich stundenlang gespielt, bis ich endlich diesen 19er Kapitän hatte. Also... ja. Danke, Ron. Ja. Die neueste WG-Statistik, wieso? Was habe ich verpasst? Statistik? Fangen wir mal eine Äuglein gleich an zu leuchten. Oh, eine Indianapolis haben wir. Ja. Ja. Ich hatte heute Morgen, also heute Vormittag, als ich zweite Count gespielt habe, ein Spieler mit 36% Winrate. Mit, ich glaube, 15.000 Gefechten.
36%, 15.000 Gefechte. Das heißt, unterm Strich kannst du echt sagen, also der spielt dreimal und verliert zweimal. Und zwar immer. Wow. Indianapolis! Komm, Keule, fang! What? Das machst du aber... Och, Sinop, Sinop. Na, Indy? Ich weiß, wo dein Auto steht! Heider. Ist dir klar, dass ein Indianapolis Radar hat? Da hilft ja auch der Schleppnebel nicht. Alter. Wow, 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 wow. Zebet, moin. Unsere Sims ist raus. Na, ich bin verblüfft. Nächsten, den wir verlieren, ist die Mars oder was? Genau. Heider, du bist ein grandioser Spotter. Da kann ich jetzt so richtig... Logo. Richtig gut auf die Indianapolis schießen. Ah, jetzt sehe ich ihn. Ja, toll. Jetzt steht er aber schon nicht mehr breitseitig. Alter, ey. Geinselt? Ja. Problem gelöst. Guck mal, der steht da die ganze Zeit und die Heider fährt da jetzt nicht hin und macht den platt. Alter. Haubentaucher, moin. Jo, kann ich alles nur nachvollziehen, was ihr da schreibt, wirklich.
Tja. Na, die Haider, der landet auch gleich auf meiner Liste. Was machst du jetzt da? Aha, komm. Weil der spielt wirklich wie ein... wie der letzte Mensch. Einfach wie der letzte Mensch. Ja, und da ist die... Also... Also für die ganzen alten Hasen. Es gibt ja kaum noch alte Hasen. Guck dir die Profile an, die so spielen. 170 Gefechte, 100 Gefechte, 200 Gefechte, 350 Gefechte. Du findest ja kaum noch welche mit mehr als 5000 Gefechten. Und die, die du findest, die haben dann erschütternde 42%, 41%. Also die wirklich erfahrenen Spieler, die gut sind, haben doch fast alle aufgehört. Ja, und dann musst du mit so einem Vollpfosten wie dieser Haider zusammenspielen, der immer nur sich selbst smoked, völlig hirnlos in der Umgebung einer Indianapolis und der dafür aber eben allen anderen eine schöne Smokewand baut und man selbst fährt halt rum wie ein Blödmann und hat keine Chance irgendwas zu machen, weil du bist die ganze Zeit offen und dein DD spottet einen Scheiß. Genau wie jetzt hier Prinz Heinrich sich auf den Weg macht, die Haider zu jagen. Alter. Es kann ja mal sinnvoll sein. Will ich ja gar nicht sagen, dass es nicht Situationen gibt. Aber jetzt hier? Wow. Obwohl der Haider-Spieler offensichtlich genauso intelligent ist wie unser. Genau, wir drehen rein, damit wir ja zwei Torps mitnehmen und schießen ja, damit er uns auch sieht. Damit er auch auf jeden Fall ein Ziel hat. Jetzt torpt er. Widespread? Oh. Und dreht jetzt ab. Alter, du bist ja noch hohler als die anderen. Was soll so eine Aktion? Was soll so eine Aktion? Jetzt muss er ihn doch verfolgen. Ich meine, der Nebel hört ja irgendwann auf. Ja. Ohne Worte. Schlichtweg ohne Worte.
Wow. Wow. Also das Schöne hier ist ja, dass man eben auch so ein bisschen mal mit dem einen oder anderen mitfahren kann. Und sich dieses Spielniveau, mit dem einige sich hier durch das Spiel bewegen, dann eben auch wirklich mal angucken kann. Und wo du dich wirklich fragst, sag mal Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Das ist doch ein... Wie kann nicht euer Ernst sein? Bruce, moin! So. Oh, Kampf der Giganten. Wird wohl ein kurzer Kampf. Was erwartet er da? Vorheriger Rang? Was? Mitleidsrang oder was? Alter. Ist das grausam. Ist das grausam. Tränen der Wüste. Endlich wieder ein CV-Spiel. Yay. Plan. Das ist eins der schönsten Dinge, die man so im Ingame-Chat lesen kann, ne? Im Ranked. Plan? Ja. Yep. Immer gehabt. Two. Nö. Okay. Die Staffel hat sich dann erledigt. Und die fahren. Oh! Hinder! Ich weiß auch, wo der hin will. Nö. Da fahre ich doch nicht außenrum, da fahre ich doch hier durch. Guck mal, beide Schlachtschiffe sind da. Was habt ihr an Kreuzern? Eine Eintracht. Gut, Heiler und Ruhr. Vielleicht kommen die Seroth in Range. Hmm.
Ich brauche Aufklärung. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Och, eine Eintracht. Alter. Moin, Eintracht. Heute schon gelöhnt worden. Guck mal, da ist Jura. Mal sehen, was unsere Ecke daraus macht. Na, Eintracht. Hey. Hello again. Ich sag einfach hello again. Und dann lade ich HE. Für den kleinen Kollegen, der hier gleich um die Ecke kommt. Weil er ja noch mit Torpen will. Unser Blisker ist raus. Na super. Feueralarm! Kommt er nicht hier raus? Ist so doof. Muss ich mit HE auf die Eintracht schießen? Was? Okay. Genau, du brauchst Aufklärung. Damit ist alles gesagt. Nicht, dass ich Aufklärung bräuchte oder so. Nein. Unser Schwachkopf braucht Aufklärung. Nicht zu fassen, ey. Problem gelöst. Eglert, du bist das allerletzte, ehrlich. Ey. Da ist er. Na, kleiner Scheißer. Das ist ein Lyon. Das tut weh. Schon gesagt, dass ich eine Lyon bin. Was? Ein Treffer? Wieder eine ganz große Geschichte hier. Tja.
Leck mich doch, Eintracht. So. Problem gelöst. Wir müssen jetzt nur einmal diese Seroth spotten. Tja, und am besten vielleicht die Heider. Das gegnerische Team steht kurz vor dem gegnerischen Flugzeugträger versenkt. Torpedos auf Steuerbord. Torpedos auf Steuerbord. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Heider, du hast auch noch nicht so oft gegen eine Lyon gespielt, oder? Problem ist wirklich, unsere Eggle ist ein Weichbrötchen und da geht halt nichts, ne? Insel Seroth ist auch nicht so unbedingt jetzt der, von dem ich sagen würde, der weiß da genau, was er tut. Das ist wieder verarschend. Alter, hat der auch mal bei einer Salve keinen Brand? Ja, 966, ne? Großer Gott. Ein Team von Vollpfosten. Weil du Midway so gut spielen kannst, spielst du CV im Ranked. Super Entscheidung. Danke für gar nichts, Penner. Ey, das ist wirklich, also, wow, ehrlich, unglaublich. Ja.
Das ist... Wow. Die Karte haben wir heute noch nicht. Da muss ich sagen, das macht jetzt dann aber auch Spaß, solchen Leuten den Stern wegzunehmen. Also selbst zu saven und zu sehen, nein, ihr nicht. Ihr saved hier nicht. Alter. Ich weiß nicht, irgendwas sagt mir das hier auch. Das ist ja, irgendwas sagt mir das. Nichts gut. Nichts gut, wenn mir ein Nick sowas sagt. Es ist entweder so, dass ich sage, yo, da, mit dem habe ich mal richtig geil zusammengespielt. Oder, aber der fällt mir dann auch meistens ein. Warum und wieso? Oder es ist so, dass ich sage, irgendwoher kenne ich den. Na, schauen wir mal, ne? Wo wird eure Atlanta wohl hinfahren? Ich sag mal, entweder hier oder hier. Ich glaube nicht, dass wir den jetzt hier antreffen, aber man kann ja nie wissen. Sag gerade Moin! Wir haben ja auch schon vorhin Atlanta-Fahrer gesehen, die das Spiel komplett frei interpretieren und sagen, ich bin mal so frei und kite hier ein wenig durchs offene Wasser mit meiner unglaublichen Reichweite. So, ich bin gespottet. Okay, 3-8. Mit 3-8 kann man die Basis schon mal verteidigen. Ah, Atlanta. Ja, ich werde wieder so weit. Colorado, nein. Alex, moin. Ihr interessiert mich doch gar nicht. Ist so einer, mich steckt einer an. Dann reagiere ich da schon ein bisschen genervt drauf, ne? Kleiner Kacker, du. Renown-Scheißer. So. Vier Zielen. Wo ist... Ne, die Sims wollte ich jetzt nicht sehen. Die Sims ist mir egal. Wo ist eure Atlanta? Torpedos direkt voraus. Gelöst.
Da ist sie, die Drecksatländer. Na gut. Das ist doch schön. Mein kleiner Scheißer. Noch 12 Sekunden. 8 Sekunden. 5 Sekunden. Okay. Na, Renown, hast gedacht, ich hau ab? Atlanta, ich sehe dich. Du gehst doch jetzt nicht mehr zu. Oh, ich habe mich geirrt. Doch, ich habe mich geirrt. Du gehst noch zu. Ich weiß, dass du es kannst. Feueralarm. Ja. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Warum ist der noch im Spiel? Hä? Was ist das für eine Sauerei? So, weg mit dem. Okay, danke. Problem gelöst. Unser Team hat die Führung übernommen. Colorado spielt das Ganze von hinten. So, HE. Bogala. Und Torschuss, moin! Oh. Torpedos direkt voraus. Oh, viele Torps. Torpedos direkt voraus. Hm. Wo kommst du denn her? Du warst doch eben noch nicht da. Drei Ausfälle und ein Brand? Nehmen wir. Ups, da ist er wieder. Na, inseln wir, hm? Ja. Oh, elegant geinselt. Vorwärts, rückwärts. Und jetzt nur noch rückwärts. Ja. Gute Idee. Und raus ist er. Gegnerischer Zerstörer versenkt. Unser Sieg ist in Sicht. Mit Ansagen zählt doppelt. Bohrstahl! Dir auch! Colorado! Schring! Ja. Das ist halt der Unterschied, wenn man als Schlachtschiff mit nach vorne fährt und HE auf DDs schießt. Dann hat man nämlich plötzlich einen DD vor sich, der auch mal ein bisschen mutiger spielen kann, wenn er merkt, hey, der schießt ja mit. Und dann dauert so ein Spiel gerade mal 8,5 Minuten und ist durch. Tja. Es ist schon 20 vor 6 gleich. Ja, komm. Ein noch. Und dann sind wir durch.
Der letzte sozusagen. So. Ist das richtig, was ich hier sehe? Ja, das ist richtig. Alles gut. Ups. Was haben wir denn da? Eine Collingwood. Na, schau an. Drei Kreuzer. Lecker, 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 lecker. Dann. AP, Logo, ne? Die Schlacht beginnt. Machen wir ihnen das Leben schwer. Collingwood, die neuen Nelson oder was? Nur 6 Rohre? Na gut. Also ich muss sagen, ich mag diesen Skill mittlerweile mit dem strammen Tempo. Na, also du bist halt wirklich viel, viel schneller. Naja, 10%, aber auch in Situationen, wo es darum geht, dein Arsch noch zu retten. Wenn du einmal zugehst, bist du halt plötzlich schneller. Und wenn die anderen dann blind schießen, schießen sie dir hinter Heck. Also das ist schon auch manchmal gar nicht verkehrt. Warum unsere Shira jetzt hier mit herfährt, weiß ich nicht. Also der gehört eigentlich darüber, aber naja. Er wird schon wissen. Oder auch nicht. Was haben die anderen? Eine Sims. Warum bist du noch nicht mit reingefahren? Und naja, gut. Gut. Du nutzt Hydra. Ja, ja, das. Der Name kam mir schon so bekannt vor. Alter, ey. Setzen 6. Shira hat erstmal die Torps abgefangen. Alter Taktiker. Natürlich der erste Treffer gleich im Brand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja. Shirazuya, du bist zu nichts zu gebrauchen, würde ich sagen, oder? Alle Stationen, Feuer auf das Ziel.
draußen. Hey. Und weiter nach vorne, weiter nach vorne, weiter nach vorne. Anderen Winkel kriegen. Oh. Haumtaucher, dir auch einen guten Rutsch. Bis demnächst. Und HBK, moin. So, mal gucken, ob die Weimar damit rechnet, dass ich jetzt hier runterfahre. Und die haben das Cap nicht gekriegt. Das, ja. Verblüffend. Macht unser Schira. Ah, guck mal, da ist die Weimar. Also mit anderen Worten, da ist der Flieger. Hallo Weimar. Also dann die Gneise noch hier um die Ecke, nur dann komm doch. Komm doch, kleiner Kacker. Gibt Aua jetzt. Unser Team hat die Führung übernommen. Was hast du, 50.000? Hm? Machen wir mal 30 draus. Bruce, ich denke, ja, natürlich. Also dieses Jahr sowieso. Ne? Also das ist ja noch lange hin. Nein, ich glaube, morgen schmeiße ich den Stream nochmal an. Hm. Guck mal, jede Salve gibt einen Zehner. Kneisenau, und du? Genau, du hast Torps. Renn weg. Das ist genau richtig. Und die Shira steht im Smoke und spammt HE. Da fällt mir nichts zu ein. Und nochmal 10. Marjorie hat die Duke noch weggetorbt. Nur dann. Guck mal, Gneisen auf. Ja, diesmal waren es nur 8,5. Das sind Spieler. Naja. Gut, gut. Da haben wir doch mal locker von 10 auf 5 gespielt. Das. Wow. Potenzieller Schaden. 174.200. Respekt. Voll eingebracht ins Geschehen. Je, 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 je. Tja.
Was soll ich euch da sagen? Also 5 Niederlagen, ja, und 4 sind 8 und das sind 10. Also 10-5. Tja. Da würde ich jetzt mal grob sagen, das sind 66%. Aber es waren trotzdem interessante Sachen dabei. Ja, ihr Lieben, ich werde mir jetzt gleich was zu essen machen. Und oh, Bruce, vielen lieben Dank für die 100 Bits. Und ich wünsche euch jetzt noch viel, viel Spaß. Ich schaue gerade mal, wer denn da so unterwegs ist noch mit wenig Zuschauern, Facecam. Und wer sich darüber freuen wird. Guck mal, letzter Stream in 2022. Ein Zuschauer. 450 Follower. Da bin ich mir sicher, der freut sich, wenn ihr jetzt noch dran bleibt. Und bei dem so ein bisschen den... du bist nicht online, den habe ich gerade gesehen. Aber du hast doch keine Facecam. Warum eigentlich nicht? Guck mal, der Nanodrache hat. Ja, ihr Lieben. Tangram, vielen Dank. Ja, wir sehen uns morgen. Freut mich. Ich wünsche euch noch einen tollen Abend. Habt noch viel Spaß. Auch wenn ihr nicht World of Warships spielen wollt. Was auch immer ihr macht. Habt noch viel Spaß. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns morgen wieder. Also. Und jetzt auch, ne? Alles Gute. Bis dann. Tschüss.